Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. An alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Juline Lisa und willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe vor 10 Monaten so ein Video bereits schon mal gedreht und habe euch heute nach Videoideen gefragt. Und ganz, ganz viele wollten einen Teil 2 von euren Hass-Make-up-Produkten. Deswegen war ich eben in der Drogerie und habe einige Make-up-Produkte gekauft. Und die werden wir in diesem Video ausprobieren. Mal schauen, ob ich die Produkte genauso schlecht finde. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich hoffe, dass meine Kamera die ganze Zeit fokussiert bleiben wird. Auf jeden Fall beginnen wir natürlich mit Primer. Und da wurde geschrieben, Essence Prime Plus Studio Hydrating Skin Refreshing Primer. Und den habe ich dann natürlich auch gekauft. Und das war dieser hier. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie der sein wird. Ich habe den nämlich letztes Jahr total, total oft benutzt. Und ich glaube sogar, dass es einer meiner allerliebsten Primer war. Und dass ich den Primer letzten Sommer richtig geliebt habe. Es wird kein Grund genannt, warum das Mädchen den Primer nicht gut fand. Er fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr weich an. Und ich meine mich auch daran zu erinnern, dass er eine sehr weiche Haut gemacht hat. Also ich glaube, damals hatte ich nichts Negatives zu diesem Primer auszusetzen. Also meine Haut fühlt sich bis jetzt sehr gut an. Mal schauen, wie sich die nächsten Produkte aber auf dieses Produkt hier aufbauen lässt. Es geht schon weiter mit der Foundation, da bin ich sehr gespannt, denn mir wurde geschrieben, die Fit Me Foundation von Maybelline hatte so einen Ausschlag und ich bin sehr gespannt, weil ich muss ehrlich zugeben, ich hasse die Fit Me Foundation so sehr. Ich habe die schon so lange zu Hause rumliegen. Ja, also ich kann beide nicht leiden. Ich kann die in der Tube nicht leiden, genauso wenig die in der Glasflasche, aber wir werden jetzt auf die eine Gesichtshälfte die mit der Glasflasche auftragen und auf die andere Gesichtshälfte die in der Tube. Allerdings glaube ich, dass mir die Farben viel zu hell sind, weil ich war im Urlaub und das ist einmal Farbe 105 und 110, aber ich wollte nicht fürs Video extra jetzt nochmal Foundations kaufen, die ich eh schon nicht leiden kann. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und beginne mit der in der Glasflasche. Oh ja, wie ich gesagt habe, die Farbe ist wirklich viel zu hell. Bruh. Oh mein Gott, okay. Ich bin gespannt. Mein erster Eindruck ist auf jeden Fall nicht gut. Also ich bin noch nie begeistert von der gewesen. Die fängt sich direkt an, bei mir abzusetzen. Ich werde jetzt mal ein bisschen einarbeiten, ein bisschen verblenden und werde mich dann melden, wenn wir weiter mit dieser Seite hier machen. Diese unfassbar gute Farbauswahl sollten wir jetzt bitte nicht beachten. Das ist meine Schuld, aber ich hasse diese Foundation. Ich hoffe, man kann es in der Kamera erkennen. Diese Foundation hat sich so unnormal in meinem Gesicht abgesetzt. Vor allen Dingen hier unter den Augen und hier hinten an meinem Haaransatz, also extrem schlimm. Die Deckkraft ist irgendwie auch total verloren gegangen. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen und es fokussiert, aber ich bin gar nicht zufrieden mit der Foundation. Also die bekommt von 10 Sternen definitiv nur einen Stern, wenn überhaupt. Ich bin gespannt, ob ich die jetzt hier in der Tube besser finden werde. Okay, irgendwie ist die, glaube ich, sogar noch heller, obwohl es eine dunklere Nuance ist. Okay, die lässt sich direkt viel, viel schwieriger einarbeiten. Die andere war sehr, ja, flüssig und das hat sehr, sehr gut geklappt. Und die hier ist wirklich sehr fest von der Konsistenz her. Also wirklich, das ist so eine Katastrophe mit der Foundation, mit hätte ich nicht gedacht. Also wenn ich mich für eine entscheiden müsste, würde ich definitiv für die hier in der Tube tendieren. Die fand ich dann auf jeden Fall besser als die hier in der Glasflasche. Einfach aus dem Grund, dass die hier sehr leicht deckend ist, die Foundation eigentlich jetzt schon fast weg ist. Die hatte eine stärkere Deckkraft, was ich auf jeden Fall besser fand. Hat sich auch nicht so abgesetzt, hat sich aber dafür schwieriger einarbeiten lassen. Also der hier würde ich 0 bis 1 Stern geben und die hier würde 2 bis 3 Sterne von mir bekommen. Würde ich aber beide definitiv nicht weiterempfehlen. Weiter geht's mit Concealer und ich glaube, es wurde kein Produkt öfter genannt wie diese zwei Produkte hier. Und zwar beginnen wir hier als allererstes mit dem Alverde Naturkosmetik Grundierung Anti-Rötungen. Dazu wurde mir geschrieben, das ist ein Anti-Rötungen-Gel, das ist grün und schmiert und danach sieht man total grässlich aus. Ich hasse dieses Produkt. Ja, so sieht dieses Produkt hier aus. Ich schreibe euch auf jeden Fall immer die Preise ins Bild. Und das ist halt eben ein Anti-Rötung-Produkt. Ich bin jetzt sehr gespannt. So sieht mein Gesicht bis jetzt aus. Genau, das verblenden wir jetzt mal. Ich verwende jetzt einfach mal so einen Pinsel und versuche das zu verblenden. Und es klappt nicht ganz so gut. Oh mein Gott. Ihh, was ist das denn? Man schiebt diesen Concealer eigentlich nur hin und her. Also er geht gar nicht eingearbeitet, trocknet unnormal schnell an. Also man kriegt ihn sehr, sehr schwer verblendet. Ich gehe jetzt mal mit diesem Concealer Buffer drüber. Nimmt die Foundation unten drunter ab. Also wenn man drüber geht, dann zieht er die Foundation von eben komplett weg. 0000 Sterne. Das ist super eklig. Also ich komme jetzt mal was näher dran, weil ich hoffe, dass ihr das dann besser erkennen könnt. Aber es ist so eklig.
Die nächste Empfehlung war dann nämlich auch wieder von Alverde, ein Concealer. Die hat eine super schlechte Farbauswahl. Und zwar wurde mir hierzu geschrieben, Alverde Concealer ist der schlimmste der ganzen Drogerie. Ist unglaublich fleckig. Es gibt nur einen, deswegen heißt er nur Alverde Concealer. So, ich bin sehr gespannt. Ich habe mich für die Farbe 01 entschieden. Die Farbe könnte ein bisschen meine Foundation ausbessern. Ich gebe jetzt einfach ein bisschen was unters Auge. Oh, der riecht aber sehr gut. Er riecht sehr erfrischend. Das muss man dem Concealer echt lassen. Aber ich glaube, eine krasse Deckkraft hat er jetzt nicht. Ich versuche mal über das Grün noch ein bisschen drüber zu gehen, weil das sieht echt super, super schlimm aus. Ich muss sagen, er ist nicht fleckig, aber er nimmt die Foundation von unten drunter wieder ab. Seht ihr das? Also hier hat sich unter meinem Auge komplett einmal etwas abgesetzt und das kriege ich auch nur noch sehr, sehr schwer verblendet. Also wenn man den benutzt, sollte man, glaube ich, erst die eine Seite machen, direkt verblenden. Und dann die andere Seite. Mal an, also ich habe auf der Stirn unter den Augen einfach noch so viel Concealer. Tut mir leid, aber es wurde auch wieder geschrieben, dass Alverde Puder soll einen extrem weißen Film im Gesicht hinterlassen. Ja, also es pudert sehr krass sogar ab. Also man wird richtig matt dadurch. Ich glaube, das ist richtig gut für Leute, die eine extrem ölige Haut haben. Hey, das Puder finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Also früher hatte ich das auch mal und habe es gehasst. Das habe ich, glaube ich, sogar noch auf TikTok erwähnt. Das fand ich wirklich gar nicht gut, das Puder. Aber jetzt finde ich es gar nicht so schlecht. Also alle Leute, die ölige Haut haben, ich würde euch mal empfehlen, das Puder auszuprobieren, weil es wirklich richtig schön matt macht. In meiner Routine geht es dann weiter mit Contouring und Bronzer. Da wurde mir einmal geschrieben, die Contouring-Palette von Trend It Up macht voll die Flecken. Und die hatte ich sogar auch noch zu Hause, weil ich die früher total, total oft benutzt habe. Und ich finde die damals sogar echt gut. Also ich habe die sehr, sehr gut immer gefunden, weil das so ein richtig schöner, aschiger Ton ist. So einen Ton in der Drogerie zu finden, ist unfassbar schwierig. Deswegen habe ich die früher auch eigentlich sehr gerne benutzt. Und trage es einfach mal auf. Und man sieht noch nicht so viel Unterschied. Ich nehme mal mehr Produkt. Ich finde die jetzt eigentlich auf den ersten Eindruck nicht schlecht. Sie ist nicht zu orange, würde ich jetzt sagen. Wenn man da später Bronzer drüber macht, stelle ich mir das eigentlich echt schön vor. Aber ich finde, die macht nicht so ein krasses Vorher-Nachher. Der würde ich jetzt so, ja, 5 von 10 Sternen geben. Also ich finde die nicht schlecht. Ich glaube, ich muss die nochmal öfter benutzen. Weiter geht es mit Bronzer. Und da wurde mir geschrieben, Essence Bronzer Hello Good Stuff, viel zu viel Glitzer. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hatte den nämlich auch schon zu Hause. Ich musste den auch nicht kaufen. Aber ich konnte mich eigentlich gar nicht mehr erinnern, dass da so viel Glitzer drin war. Ich habe den sogar mal für ein Video gekauft. Weiß aber gar nicht, wie ich den damals dann gefunden habe. Okay, der ist extrem puderig. Also, kann man das sehen? Also, sehr puderig. Okay, wir beginnen mal mit der Seite hier. Und ich arbeite den einfach mal ein bisschen ein. Seht ihr einen Unterschied? Also, im Spiegel, muss ich sagen, sieht man jetzt nicht wirklich einen Unterschied. Also, ich bin nicht so begeistert davon. 3 Sterne, also ist nicht schlecht, gerade nicht für das Geld, aber sie hat recht, es sind auf jeden Fall Schimmerpartikel drin, die sieht man hier richtig auf meiner Wange liegen. Aber er ist nicht gut, er ist aber auch nicht schlecht, also ich benutze lieber meine anderen Bronzer, die ich benutze, weiterhin. Also, ist nicht so das Wahre. Falls ihr Erfahrungen mit diesen Produkten habt, schreibt die sehr gerne in die Kommentare. Das würde mich echt total interessieren, wie ihr zu diesen Produkten hier steht. In meiner Routine kommen wir jetzt zum Blush und es tut mir einfach so unfassbar leid. Aber es ist wieder von der Marke Alverde. Also Alverde hat anscheinend wirklich keine guten Produkte. Und dazu wurde geschrieben, die Alverde Blush ist sehr schlecht pigmentiert. Und davon habe ich sogar 2 Kommentare bekommen. Ich habe mich jetzt hier für die Farbe 03 entschieden, weil das so die dunkelste Farbe war. Und ich dachte, wenn die nicht pigmentiert sind, nehme ich einfach eine relativ intensive Farbe. Das war auf jeden Fall die dunkelste Farbe, die es dort gab. Aber man muss wirklich Alverde lassen. Die Produkte sind wirklich nicht teuer dafür, dass sie Naturkosmetikprodukte sind. Ich bin jetzt gespannt. Ich liebe Blush. Und ich liebe pigmentierten Blush. Der wirkt aber voll gut pigmentiert. Auf meinem Pinsel ist voll viel Produkt. Ich bin gespannt. Oh mein Gott. Der ist richtig stark pigmentiert hier, die Farbe jetzt zumindest. Also vielleicht hättet ihr eine falsche Farbe genommen. Aber der ist sehr stark pigmentiert. Die Farbe ist unnormal schön. Also den kann ich euch definitiv weiterempfehlen. Ich glaube, der hat 2,50 € gekostet. Farbe 03. Der ist total schön. Der hat eine total schöne Farbe. Also der Blush gefällt mir unfassbar gut. Ich gebe ihm 10 von 10 Sterne. Ich mag ihn. Ich werde ihn auf jeden Fall weiter benutzen. Wow. Weiter mit Highlighter. Ich bin unfassbar gespannt. Und da wurde mir einfach nur geschrieben von Trend It Up, der Super Glow Baked Highlighter. Da kam leider jetzt kein Grund zu, warum der schlecht sein sollte. Das ist die Farbe 010. Und es ist ein goldener Highlighter, was ich auf jeden Fall liebe. Also ich fand, der wirkte sogar eigentlich echt vielversprechend. Das hier ist die Farbe. Also eigentlich ein total schönes Gold.
Und man sieht auf jeden Fall, dass der einen schönen Glow hat. Deswegen bin ich jetzt eigentlich echt gespannt, wie der auf den Wangen sein wird. Oh, der ist auch wieder sehr puderig. Oh, seht ihr das? Und? Oha, doch. Also ich muss sagen, ich finde, der wirkt sogar echt jetzt voll schön. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich an dem aussetzen könnte. Ich benutze mal die Seite hier. Er ist sehr gut pigmentiert. Hat eine schöne Farbe. Er ist meiner Meinung nach nicht zu dunkel, nicht zu hell. Also ich muss sagen, ich finde den eigentlich echt ganz schön. Und was würdet ihr sagen? Den kann ich bis jetzt auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Also ich hätte jetzt nichts, was ich an dem aussetzen könnte, außer dass er eben sehr puderig ist. 7 von 10 Sterne geben. Wir machen weiter mit den Augenbrauen. Der Eyebrow Pen von Essence in einer zackigen Form. Die Farbe ist sehr komisch. Mir wurde leider nicht dazu geschrieben, was für eine Farbe denn sehr komisch gewesen sein soll. Ich habe jetzt die Farbe 02 Light Brown und da bin ich jetzt sehr gespannt. Also der heißt The Eyebrow Pen und es ist ein Permanentstift. Oh mein Gott, hoffentlich kriege ich den gleich wieder ab. Und der hat wirklich solche richtig kleinen Zacken daran. Ich bin jetzt gespannt. Ich hatte so einen Augenbrauenstift noch nie. Ich weiß gar nicht, wie arbeitet man denn mit dem? Einfach so Zacken reinmachen? Sieht man überhaupt einen Unterschied? Oh ja. Okay, so sieht der aus. Ich kann es euch gerade nochmal zeigen. Also ob man so einen Augenbrauenstift jetzt braucht, weiß ich nicht. Vor allen Dingen fasern diese Faden jetzt schon so aus diesem Stift raus. Also ich werde auf jeden Fall bei normalen Augenbrauenstiften bleiben. Ich halte nicht viel von dem. Es klappt. Es sieht auch gut aus, aber es ist einfach so viel Aufwand. Ich weiß nicht, was Sinn und Zweck von diesem Produkt sein soll. Also ich werde auf jeden Fall weiterhin bei meinen normalen Augenbrauenstiften bleiben. Vor allem kriegt man hier oben alles so schlecht ausgemalt dadurch. Nee, mag ich nicht, aber ist jetzt auch nicht schlecht. Also es ist einfach nicht mein Produkt. Vielleicht gefällt euch sowas ja. So 4 von 10 Sternen bekommen. Ist nicht das Beste, ist aber auch nicht das Schlechteste. Mascara. Ich habe hier 2 Mascaren, die sehr, 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 sehr oft geschrieben wurden. Und zwar die wurde noch viel öfter geschrieben. Und zwar Essence All Eyes On Me in Wasserfest für 1,95 €. Schrecklich, bröckelt und hält nicht. Und ein weiterer Kommentar war dann einfach nochmal Mascara All Eyes On Me von Essence. Und da kamen super viele Kommentare dazu. Das war meine allererste Mascara, als ich angefangen habe, mich zu schminken. Da fand ich die eigentlich immer ganz gut, aber ja, keine Ahnung, wir werden die auf jeden Fall gleich nochmal ausprobieren. Ich habe die seit Jahren, glaube ich, nicht mehr benutzt. Der zweite Mascara, die sehr oft geschrieben wurde, war die Sky High Mascara von Maybelline, was mich eigentlich wundert, weil ich die damals sehr, sehr gerne mochte. Die macht eigentlich bei mir sehr, sehr lange Wimpern. Ich habe aber bestimmt seit 1,5 Monaten keine Mascara mehr getragen, deswegen bin ich umso gespannter. Mir wurde nämlich geschrieben, Sky High Mascara, dadurch habe ich voll viele Wimpern verloren. Ich weiß auch nicht warum, deswegen bin ich gespannt. Ich hatte eigentlich jetzt keine Probleme mit der, aber wir beginnen, würde ich sagen, einfach mal mit dieser Mascara hier. Okay, die fühlt sich richtig ekelhaft an. Die macht so richtig dünne Wimpern und verklebt richtig. Und die soll davon abgesehen auch nicht wasserfest sein. Erste Schicht lasse ich jetzt antrocknen. Und in der Zeit benutzen wir die Sky High Mascara auf meinem anderen Auge. Ich habe die noch nie benutzt, als meine Wimpern nicht gebogen waren. Und so sieht das Bürstchen bei der aus. Ich bin gespannt, wie die jetzt ungebogen sein wird. Aber eigentlich mochte ich die immer so gerne, weil die so lange Wimpern macht. Und die hält auch eigentlich echt sehr, sehr gut. Also die gibt meinen Wimpern einen natürlichen Schwung, färbt meine Wimpern ein, verklebt meine Wimpern nicht und verlängert auf jeden Fall und verdichtet meine Wimpern. Also ich kann definitiv nichts gegen diese Mascara sagen. Ich hatte nie Probleme mit der. 9 von 10 Sterne von mir mag ich auf jeden Fall echt sehr, sehr gerne. Aber hätte mich auch gewundert, wenn ich die jetzt auf einmal nicht mehr gut finde. Das Einzige, was sie mit meinen Wimpern gemacht hat, ist die dunkel gemacht. Und verklebt. Also sie hat nichts Positives gemacht. Meine Wimpern sind einfach nur verklebt und schwarz halt jetzt komplett eingefärbt. Und man kriegt damit auch sehr schlecht Mascara aufgetragen. Also ich bin definitiv kein Fan von der. Also ich finde für 1,95 €, gerade für Anfänger, wenn du anfangen möchtest, deine Wimpern zu tuschen, finde ich die eigentlich echt sehr gut, weil die eben nicht so ein krasses Vorher-Nachher macht. Aber für Leute, die wirklich lange Wimpern haben wollen, dichte Wimpern haben wollen, einen Schwung in den Wimpern haben wollen, würde ich dann eher in so eine Richtung gehen oder mal die Catrice-Mascara anschauen. Aber die hier ist absoluter Müll. Also die bekommt definitiv 0 von 10 Sterne von mir. Das ist das schlechteste Produkt aus dem ganzen Video. Es tut mir leid, wenn der Ton und die Bildqualität jetzt gerade anders ist, aber meine Kamera ist einfach gerade leer gegangen. Zum Glück gehen wir dem Ende vom Video zu. Haben wir hier einmal den Lip Liner von Trill It Up in der Sensitive-Reihe. Und da wurde einfach gesagt, dass der super schnell abbrechen soll und nicht lange halten soll. Deswegen werden wir den jetzt mal ausprobieren. Aber ich glaube, die gehen erst im Sortiment, weil der war reduziert auf, ich glaube, 1,45 €. Deswegen bin ich jetzt umso gespannter.
nicht gut, nicht schlecht. Also er hat seinen Job gemacht. Ich finde die Farbe nur nicht ganz so schön. An sich würde ich dem 7 von 10 Sternen geben. Und als Liquid Lipstick wurde mir geschrieben von NYX die Lingerie Lipsticks. Ich hatte sogar einen zu Hause. Und so hat hier die Farbe Push Up. Der soll nicht lange halten. Das war der Kritikpunkt. Und er lässt die Lippen noch mal trockener wirken, als sie eh schon sind. An sich mag ich die Farbe aber einfach total gerne bei dem. Also die Farbe ist auf jeden Fall eine 10 von 10. Ich liebe diese Farbe. Aber er lässt die Lippen wirklich sehr trocken wirken. Zu der Haltbarkeit kann ich nicht viel sagen. Ich würde ihm jetzt auch einfach 7 von 10 Sterne geben, weil ich damals eigentlich echt überzeugt von denen war. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich habe gerade vergessen, die letzte Zähne aufzunehmen. Ich habe dieses Setting Spray aber gerade schon benutzt. Und zwar ging es hier nämlich einmal um das Maybelline Gloss Spray. Es gab davon noch eine matte Version. Allerdings wurde hier die glänzende Dewy Version reingeschrieben. Und ja, es wurde einfach nichts bemängelt. Ich kann euch aber mal zeigen, wie schön es einfach sprüht. Es hat so einen schönen, leichten Nebel, was ich auf jeden Fall gerne daran mag. Ich zeige euch das mal kurz. Oh, dann habe ich es eben auch schon bemängelt. Oh, dieser Duft ist unfassbar schlimm. Also es ist so unangenehm. Es kratzt richtig im Hals. Es lässt alles so schön, ja, so nicht so matt wirken. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber mein Gesicht sieht so schön, gesund, glowy aus und nicht so matt, weil dieses Puder hier von Alverde hat ja eben alles komplett matt gemacht. Und dieses Setting Spray hat alles wieder so ein bisschen dewy, hydrated gemacht. Es soll auch sehr viel Feuchtigkeit spenden. Ich muss sagen, ich fand es ein bisschen teuer. Ich glaube, es hat 9 Euro gekostet, was ich eigentlich echt zu viel finde. Und ich es bis jetzt wirklich sehr gerne mag. Es wird auf jeden Fall 9 von 10 Sterne von mir bekommen. Das kann ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen. Und ich nenne euch am besten einfach nochmal kurz zum Schluss die Sachen, die mir sehr gut gefallen haben. Mir hat sehr gut gefallen dieses Puder hier. Es hat super, super schön abmattiert. Es hat sehr schön alles ebenmäßig gemacht. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Mag ich schon mal sehr gerne. Ebenfalls wie den Blush von Alverde. Mag ich so gerne. Ist, glaube ich, sogar einer meiner neuen Lieblingsblushes. Der ist so unfassbar schön. Ich mag die Farbe auch total gerne von dem. Ich auf jeden Fall den Highlighter auch noch sehr gut. Also jetzt gerade so im Endeffekt, ich finde, ich habe so einen schönen Glow. Produkte, die ich definitiv gar nicht gut fand, waren definitiv Concealer. Die werde ich auf jeden Fall weiter verschenken und werde mal gucken, ob die jemand aus Familie oder Freunde gebrauchen kann. Dann ganz, ganz schlimm, die Foundations, die haben sich unfassbar krass abgesetzt. Durch das Setting Spray sieht man es gar nicht mehr so stark. Das Setting Spray hat alles so ein bisschen weich gezeichnet, was ich auch sehr gut fand. Dann fand ich auch nicht wirklich gut hier diesen Bronzer. Also werde ich wahrscheinlich auch nicht weiter benutzen. Ich muss auf jeden Fall nochmal meine Make-up-Sammlung aussortieren. Weil diese Mascara, also die ist wirklich gar nicht toll. Also ich bin gar nicht happy mit der. Also ich finde, das Auge hier sieht so schön aus und das hier ist eine reine Katastrophe, obwohl das sogar meine bessere Seite ist. Ihr könnt mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Erfahrung mit den Produkten habt. Ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Das kommt am Sonntag um 18 Uhr online und ich würde sagen, bis dann. Tschüss und schönen Tag euch noch.